Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über Berlin Tag und Nacht. Er ist die gute Seele von Berlin Tag und Nacht. Seit Beginn der Show im Jahr 2011 ist Schweigel als Joe Möller Teil der Crew, steht anderen gerne mit gutem Rat zur Seite. Kein Wunder, dass auch er ab und zu Unterstützung braucht, und so wendet er sich in einem emotionalen Statement an seine Fans. Schweigel sei angespannt und ein wenig getrübt, schreibt er, weil ich wieder härtere Zeiten auf uns zukommen sehe. Dabei schaut er nachdenklich in den Himmel. Schweigel ermahnt, wir können uns wieder über alles aufregen und zerfleischen, über die Politik schimpfen und stark kreischen. Das wird uns aber alles nicht helfen. Für ihn bleibe die Hoffnung, dass eine Zeit kommt, wo alles entspannter ist und besser und schöner und lustiger, aber bis dahin müssen wir es überstehen. Damit spielt der Meme eindeutig auf die Corona-Pandemie an. Seit Anfang November gilt hierzulande aufgrund der exponentiell steigenden Infektionszahlen der sogenannte Lockdown-Light, der viele Kunstschaffende in eine Existenzkrise treibt. Schon zum zweiten Mal äußert er sich auf Instagram nachdenklich, fast melancholisch. Zuvor hatte er zu einem Bild geschrieben, die Weite des Ozeans macht die Sorgen klein. Hoffen wir, dass sein Lieblingsrückzugsort auf Rügen Schweigel zwischendurch auch mal auf andere Gedanken bringen kann. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Berlin Tag und Nacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.